So macht man einen Bärenbalsam. Einen Allzweckbalsam gegen zahlreiche Beschwerden. Ich zeige, wie es geht. Man braucht 20 ml Johanniskrautölauszug, 2 bis 3 Gramm Bienenwachs, 2 Gramm Lanolin und mehrere ätherische Öle. 20 Tropfen Minzöl, 20 Tropfen Lavendelöl, 20 Tropfen Rosmarinöl, 20 Tropfen Salbeiöl, 20 Tropfen Thymianöl und 20 Tropfen Wacholderöl. Der Bärenbalsam ist die europäische Antwort auf den asiatischen Balsam des Tigers. Als ich ihn mir vor einigen Jahren ausgedacht habe, habe ich mich gefragt, ob wir Europäer nicht einen mit dem Tigerbalsam vergleichbaren Balsam mit unseren heimischen Kräutern zusammenstellen können. Denn es muss ja nicht immer alles, was gut ist, von möglichst weit herkommen. Als kraftvolles Tier für diesen europäischen Balsam habe ich den Bär gewählt. Denn auch wenn es ihn in Europa kaum noch gibt, war er ursprünglich hier heimisch. Und der Bär hat bestimmt die Kraft, vielerlei Beschwerden zu lindern. Damit der Bärenbalsam rot wird, habe ich Johanniskrautöl gewählt. Johanniskrautöl wirkt zudem wundheilend, nervenberuhigend und schmerzlindernd. Man kann aber auch ein anderes Öl nehmen, doch dann wird der Bärenbalsam nicht rot. Das Bienenwachs sorgt dafür, dass der Balsam fest wird und hat außerdem eine schützende Wirkung auf die Haut. Lanolin macht den Balsam geschmeidig und wirkt außerdem heilend auf die Haut. Als ätherische Öle habe ich Öle von Pflanzen gewählt, die in Europa heimisch sind. Minze, Lavendel, Rosmarin, Salbei, Thymian und Wacholder. Sie steigern die Durchblutung, wirken antibakteriell, schmerzstillend, krampflösend und befreien die Atemwege. Nun noch einige wichtige Wirkungen der einzelnen ätherischen Öle. Minze wirkt entzündungshemmend, antibakteriell und schmerzstillend. Lavendel wirkt entspannend, entzündungshemmend und krampflösend. Rosmarin wirkt belebend, antibakteriell und schmerzlindernd. Salbei wirkt antibakteriell, entzündungshemmend und krampflösend. Thymian wirkt desinfizierend, entzündungshemmend und schleimlösend. Wacholder wirkt durchblutungsfördernd, schleimlösend und schmerzstillend. Falls man das eine oder andere Öl nicht verfügbar hat, kann man es durch eines der anderen ersetzen. In der vorgeschlagenen Kombination wirken sie jedoch besonders gut zusammen. Die Zutatenliste findet ihr auch in der Infobox und auf meiner Webseite heilkräuter.de. Das Johanniskrautöl ist schon in einem hitzefesten Glas, in dem ich es im Wasserbad erhitzen kann. Dazu gebe ich das Bienenwachs und das Lanolin. Die ätherischen Öle kommen erst später dazu. Das Glas mit der Mischung stelle ich in ein heißes Wasserbad. Dort sollen die festen Zutaten schmelzen. Wenn es soweit ist, nehme ich das Wasserbad samt Glas vom Herd. So bleibt die Hitze noch eine Weile erhalten, während ich die ganzen ätherischen Öle eintropfe. Nun tropfe ich nach und nach alle ätherischen Öle ein und verrühre sie gründlich. Danach fülle ich den Balsam in kleine Salbendöschen, solange er noch flüssig ist. Der Balsam muss jetzt ein paar Stunden abkühlen und aushärten. Wenn der Balsam fest geworden ist, bildet er eine schöne glatte Oberfläche in der Salbendose. Man kann ihn für allerlei Beschwerden einreiben, beispielsweise Nackenverspannungen, Kopfschmerzen, verstopfte Nase, Husten, Rückenschmerzen, Muskelschmerzen und Gelenkschmerzen. Allerdings sollte man bedenken, dass der Bärenbalsam eine sehr intensive Zubereitung ist, wegen der vielen ätherischen Öle, die darin enthalten sind. Er ist nicht geeignet für kleine Kinder und auch nicht für besonders sensible Menschen mit sehr feinen Nasen. Empfindliche Erwachsene können die Menge der ätherischen Öle halbieren, damit der Bärenbalsam nicht zu stark wirkt.
Nun noch beschriften und fertig. Viel Spaß beim Nachmachen und gutes Gelingen! Bezugsquellen für Produkte zum Video findet ihr in der Infobox. Vielen Dank fürs Zuschauen und alles Gute bis zum nächsten Mal!